ihr solche starken Fische im Flachwasser fangen könnt, das seht ihr in diesem Video. Film ab. Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Der Schein trügt, die Sonne ballert zwar richtig krass mir gerade ins Gesicht, aber wir befinden uns noch im zeitigen Frühjahr. Die Wassertemperaturen sind extrem kalt, 9 Grad und das schon über mehrere Tage. Wir sind auf Wallersuche und wer auf Wallersuche ist, sollte vorher die Köderfische finden. Wir haben jetzt einen langen, sehr, sehr flachen Bereich hier ausgewählt für den ersten Test, für den ersten Ansitz und nehmen euch in diesem Video mit, zeigen euch, wie man jetzt im Frühjahr vorgehen sollte, wo die Waller zu finden sind und vor allen Dingen, wie die richtigen Montagen aussehen sollen. Bleibt dran, es wird spannend. Ab geht's! Die Konkurrenz ist schon da. Da hinten seht ihr, wie die Kormorane die ganzen Weißfische treiben. Und dort, wo der Kormoran ist, ist natürlich auch der Futterfisch. Ne? Die ballern richtig aufs Wasser, fliegen dann wieder ein Stück nach oben, fangen an zu tauchen, drücken die Fische zusammen, treiben sie zusammen und ballern sie sich weg. Aber dort, wo die großen Futterfischschwärme jetzt im Frühjahr stehen, dort ist der Räuber nicht weit. Und wenn unsere gefiederten Freunde hier erfolgreich jagen, dann werden wir das doch auch tun. Ein ganz spannender Bereich. Ihr seht hier im Hintergrund riesige Flachwassergebiete, wo immer wieder kleine Sandinseln im Fluss hochkommen. Und an unserem aktuellen Angelplatz haben wir so eine ähnliche Situation. Im unteren Bereich haben wir eine Wassertiefe von 2,5 bis 3,5 Metern. Und wenn ich jetzt hier den Fluss mittig hochfahre, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, man sieht hier den Grund, kommt plötzlich eine Kante im Fluss und es geht auf 10, 20 cm Wassertiefe, also so eine richtige Abrisskante hier im Fluss. Da wurde ein Haufen Sand zusammengeschoben, bildet sich auf natürliche Art und Weise und bremst natürlich auch die Strömung, die jetzt von oben nach unten kommt. Und durch dieses Abbremsen der Strömung bildet sich bei mir am Angelplatz ein großer Bereich, der langsamer strömt als der Flusslauf auf der gegenüberliegenden Seite. Die Sonne hat Kraft, die Sonne ballert richtig jetzt auch in der kalten Zeit hier auf das flache Wasser und erwärmt diese Bereiche natürlich auch schneller. Da sammelt sich dann Futterfisch und der Waller stellt sich natürlich auch mit ein, lässt sich die Sonne auf den Rücken drauf braten und findet einen reich gedeckten Tisch. Und genau oberhalb meines Angelplatzes, oberhalb dieser Kante im Flachwasser, habe ich meine Bomberhunter-Sticks hier reingesteckt. Stäbe, die im Flachen stehen, helfen mir jetzt natürlich perfekt, meine U-Posen-Montagen genau an der abfallenden Kante zum tiefen Bereich hin von unten nach oben umzulenken. Und ich kann ganz problemlos flussaufwärts gesehen gegen die Strömung meine U-Posen legen. Die U-Posen werden abgelegt, knapp vor dieser aufsteigenden Kante hier in diesen Sandabriss. Die Schnur wird dann nach oben hin zum Bomberhunter-Stick umgelenkt.
Ganz einfach, aber sehr effektiv. Hier seht ihr jetzt schön die Futterfische. Richtig viel Kleinfisch am Grund, sogar größere Gruppen, will ich mal sagen. Ja, also ein richtiger Balk. Hier ist richtig was los. Wassertemperatur noch nicht mal ganz 9 Grad. Strom aufgesehen von unserem Angelplatz unterhalb des Abrisses, wo die Bomberhandersticks drin stehen, wo wir einen Großteil der Futterfische jetzt hier am Grund mit dem Echolot gefunden haben, haben wir Umlenkbojen gesetzt. Das ist die beste Möglichkeit, um die U-Posen-Montagen vom Ufer, wenn man gerade oder auch leicht nach oben gegen die Strömung angeln möchte, umzulenken. Und genau dahinter an unserem Angelplatz geht der Abriss hoch. Fast auf Null läuft es hier in der Flussmitte. So habt ihr mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und habt perfekt den Angelplatz von oben bis unten zugemacht. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich mal euch mal am Ufer auf, wie mein Angelplatz jetzt genau aufgebaut ist. Ich zeige euch jetzt mal hier auf einer theoretischen Skizze, wie ich den Angelplatz jetzt hier im Flachen vorbereitet habe und die Montagen später liegen. Die Strömung am Angelplatz läuft von links nach rechts. Hier in diesem Bereich habe ich diese Kante im Fluss, diesen Sandabriss, und dann nimmt die Wassertiefe ganz langsam zu. Hier in diesem Bereich haben wir 20 cm, hier nach dem Abriss 80 cm und dann wandert jetzt ganz langsam die Wassertiefe bis zu 3 Meter. Die Strömung wird hier in diesem Bereich stark gebremst und durch die Kraft der Sonne erwärmt sich dieses Wasser schneller als die starke Strömung auf der anderen Uferseite. Ein Großteil der Futterfische, haben wir auch auf dem Echolot gesehen, sammeln sich jetzt in diesem Gebiet nach dem Winter, finden dort Nahrung und der Waller folgt. Meinen Angelplatz in diesem Bereich habe ich mittig gewählt, habe oben zu dieser flachen Kante hin 2 Bomberhandersticks genau ins Flachwasser gesetzt. Ich nutze jetzt hier mal die Stöcke, um euch das zu zeigen. Und werde jetzt 2 U-Posen-Montagen über die Stöcke umlenken in diesen flachen Bereich direkt hinter der Kante. Meine nächsten 2 Routen werde ich mit Bojen hier im mittleren Bereich in die Strömung umlenken. Setze die Bojen etwas versetzt, um unterschiedliche Wassertiefen zum Ufer hin erreichen zu können, und lenke dann meine U-Posen-Montagen um diese Bojen um. Habe jetzt schon mal den kompletten hinteren Bereich perfekt zugemacht. Oben die flache Kante, wenn Fische jetzt hier aus dem Fluss in dieses Revier reinziehen. Den mittleren Bereich mit den 2 Umlenkbojen, wenn Fische hier aus diesem Revier reinziehen zum Fressen. Und den unteren Bereich werde ich meine U-Posen jetzt ganz normal staffeln. Eine sehr weit ziehen, die nächste etwas verkürzt ziehen, aber dafür ein bisschen weiter nach außen. Und die nächste Rute wieder verkürzt ziehen und wieder weiter nach außen. Hier setze ich nach dem Ablegen der Montage einen zweiten Stein, damit meine komplette ausgelegte Hauptschnur bis hin zum Köder schön am Gewässergrund läuft und die Fische nicht verschreckt. Weil ihr könnt auch davon ausgehen, dass eventuell Fische von hier in euer Gebiet reinschwimmen,
vielleicht an den unteren Ruten vorbeilaufen und dann erst auf die Bojen treffen oder hier in diesem Bereich, wo die Kante hochgeht. Und wenn dann die Schnüre zu steil durchs Wasser durchlaufen, können diese Fische, die hier reinziehen, schon verschreckt werden und Reiß ausnehmen. Ich hoffe, ihr konntet euch mit der Skizze etwas vorstellen, wie wir jetzt hier in dem Flachwasserbereich vorgehen werden. Jeder Angelplatz ist natürlich unterschiedlich, aber am Beispiel von diesem hier ist es die beste Erläuterung, um optimal dieses Gebiet, diesen Flachwasserbereich hier zu beangeln. Also es bringt jetzt nichts, nur Ruten stur nach unten zu ziehen. Es wird auch nichts bringen, Ruten stur nach oben. Schön die Ruten da drin verteilen, die Schnüre verstecken mit einem zweiten Absenkstein. Und dann merkt ihr sehr schnell, wenn die Fische zum Jagen reinkommen oder die Fische, die schon drin liegen, plötzlich in den Jagdmodus übergehen. Das kommt ja sehr oft vor, dass die Waller schon da sind. Und irgendwann kommt halt die Zeit, die Phase, das kann Mitternacht sein, das kann tagsüber sein, das muss man jetzt testen im Frühjahr, wann die Fische aktiv sind. Es wird keine großen Beißfenster geben, aber es wird eins geben, wenn sie in die Beutefische schießen. Und dann könnt ihr mit so einem Platzaufbau, habt ihr auf jeden Fall die besten Chancen, irgendwo einen Biss zu bekommen und merkt ganz schnell, welche Bereiche von den Welsen bevorzugt werden und wo ihr die Bisse bekommt. Überall Fische am Grund. Hier fällt die Kante jetzt langsam ab in diesen ruhigen Bereich. Die Rutenfluss abgezogen brauchen wir nicht umlenken mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Wir angeln mit der Strömung, nutzen aber auch in diesem Fall einen zweiten Stein, einen Absenkstein, um unsere Schnur schön flach auf den Grund zu drücken, dass wenn die Waller in dieses Gebiet hier reinkommen zum Fressen, nicht irgendwo durch eine Schnur verschreckt werden. Viele Angler machen den Fehler, Ruten stehen aufrecht, spannen schön durch, schön viel Druck drauf. Die Schnur fängt an zu vibrieren, das checkt der Wels. Deswegen mit einem zweiten Stein absenken und dann habt ihr das Problem gelöst. Fahren auf direktem Weg ans Ufer, Rute wird dann eingespannt, Bremse schön fest eingestellt. Dann hofft man drauf, dass hier ein Gigant im Flachen kommt. Thank you.
Petri, Stefan. Vielen Dank, Stefan. Die Umlenkboje direkt in den Futterfischen am Grund brachte den Erfolg. Weiter geht's, Petri. Alles ist gefroren, es ist richtig, richtig kalt, aber die Fische kommen flach. Es war jetzt nicht der Ultragigant, aber auch diese Fische zeigen uns natürlich, wo jetzt das Fressen beginnt, wo die Fische unterwegs sind. Wirklich verrückt, wie sich das alles irgendwie ändert. Wir hatten hier Phasen im Frühjahr, da war es schon richtig warm, hohe Wassertemperaturen. Und jetzt sind die Wassertemperaturen noch immer unter der 10-Grad-Marke. Die Fische, die Köderfische, ziehen ins flache Wasser, nutzen die Sonnenstrahlen und die Waller gehen natürlich hinterher, lassen sich den Rücken ein bisschen wärmen und gehen dort auch auf Beutezug und oftmals flacher als wir denken. Und da sind diese kleinen Mikro-Uposen natürlich der perfekte und auch unauffällige Auftrieb. Es gibt ja immer so zwei Phasen beim Welsangeln. Auffällige Köderpräsentation, wie es uns die Tree-Upose ermöglicht mit Wasserverwirbelung vor dem Köder und natürlich eine ganz dezente Köderpräsentation, ganz knapp über Grund. Wie es die Mikros machen. Naja, weiter geht's. Zeit für eine Wärmeflasche für mich. Ich zeige euch mal, wie Finny jetzt gerade pennt. Es ist so kalt, dass ich Finny in zwei Decken einwickeln muss. Da guckt sie raus. Ja, feines Mädchen, gell? Ja, da ist schön fein warm. Mupfel dich wieder ein. Komm, abgemupfelt. Los, abgelegt. Minusgrade ohne Ende und die Welse beißen im Flachwasser. Unglaublich. Eiskalt, der nächste Einschlag auf die Mikro-Uposen. Das Boot hinten drauf. Wir versuchen den Fisch jetzt vom Ufer zu drillen, damit wir mit dem Schlauchfuddel raus müssen und unnötig Krach machen müssen, hier draußen im flachen Wasser. Denn das wird uns jetzt checken. Alles gut, alles frei. Wasser ist hier vorne keine 80 cm tief und man sieht vom Fisch noch gar nichts. Und das ist eine richtige Bombe, die da kommt. Steht komplett unten an der Uferkante jetzt. Aber wenn man so flach angelt, ist es manchmal besser, einen Uferdrill zu riskieren, anstatt mit dem Schlauchboot jetzt alle Fische hier voll zu machen.
Schöner 2 plus. Vielen Dank, Stefan. Schaut euch diese Fische hier an. Ganz knapp über Grund, den Köder präsentiert. Zwei Mikro-Uposen und richtige Bomben. Es ist schweinekalt und Philipp hat gerade den Baller auf seinem Schlafanzug. Die Schlafanzughose ist durch. Petri, heil. Petri, danke, Stefan. Scheißegal. Deswegen sind wir hier. Was hast denn du mit deiner Schlafanzughose gemacht? Uni war schon nach Italien gekommen. Mann, nee, minus 3 Grad. Du siehst aus. Wir wissen wofür, es hat sich gelohnt. Oh. Petri, danke, Stefan. Wieder später Nachmittag. Die Sonne von heute Mittag beim Aufbauen am Platz hier ist komplett verflogen. Bin schon wieder richtig dick angezogen. Hier drüben seht ihr ja, unser Angelplatz ist ein Naturufer. Ufer fällt dann ab der Wasserkante unten relativ flach ab und wandert immer weiter bis zum tiefsten Bereich im Fluss. Und die andere Flussseite drüben ist eine tiefe Steinpackung, eine tiefe Rinne. Ja, und wir haben uns flach entschieden und probieren unsere Köder jetzt auch bestmöglich und auch sehr unauffällig flach direkt am Gewässergrund anzubieten. Ihr habt ja auf dem Echolot schön erkannt, dass die meisten Fische, hier seht ihr das jetzt nochmal deutlich, ganz, ganz knapp am Grund stehen. Ja? Also Mittelwasser ist eigentlich leer und ganz knapp über Grund finden wir die Futterfische. Dann ist es also auch ganz wichtig, dass wir exakt in diesem Bereich auch unsere Köder präsentieren. Wenn ihr euren Köder jetzt nicht genau in diesem Bereich anbietet, wo die Futterfische auch stehen um diese Jahreszeit bei dem noch kalten Wasser und eure Montage zu hoch, zu weit vom Grund entfernt anbietet, kann es passieren, dass ihr überhaupt keinen Biss bekommt. Also eine ganz
grundnahe, unauffällige Köderpräsentation ist jetzt das A und O. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir da vorgehen, welche Montagen da zum Einsatz kommen, damit ihr unauffällig euren Köder in der heißen Phase ganz knapp über Grund anbieten könnt. Die Köderpräsentation jetzt im zeitigen Frühjahr ist natürlich das A und O. Es gibt für jede Jahreszeit, für jeden Wasserstand meiner Meinung nach die perfekte U-Pose, die es garantiert, euren Köder bestmöglich zu präsentieren. Jetzt im zeitigen Frühjahr, wir haben auf dem Echolot-Bildschirm gesehen, dass die Köderfische alle ganz, ganz dicht am Grund stehen. Und da kommt für mich eine Erfolgsmontage zum Einsatz. Im Hintergrund seht ihr sie schon hängen. Die Montage dabei bleibt gleich. Die kennt ihr von mir schon, die Haarmontage, bestehend aus einem großen Einzelhaken, dem Fanghaken und einem kleinen Halterhaken, dem Führungshaken, wo der Köderfisch fixiert wird. Das Ganze montiert an einem ca. 2,5 Meter langen, 1,2 mm starken Mono. Wie diese Montage hier aufgebaut wird, habe ich euch schon mal auf meinem YouTube-Kanal sehr im Detail gezeigt. Ich blende euch hier nochmal den Link zu dem Video ein. Ja, und im Frühjahr schwöre ich auf mikromäßigen Auftrieb. Also eine ganz, ganz leichte, unauffällige Köderpräsentation, ganz knapp über Grund. Und selbst mit diesen kleinen Mikro-U-Posen könnt ihr auch ganz schön schwere Köder knapp über Grund präsentieren. Und genau das will ich erreichen. Ich will meinen Köder nicht am Grund präsentieren. Dann könntet ihr ja komplett auf die U-Posen auf dem Vorfach verzichten. Ich will meinen Köder ca. 5 bis 10 cm ganz knapp über Grund an einem schön gestreckten Vorfach unauffällig präsentieren. So sieht die ganze Chose aus, wenn sie montiert ist. Ihr könnt hier entscheiden, ob ihr nur eine Mikro-U-Pose einsetzt. Wenn das Wasser sehr, sehr flach ist, setze ich oft nur gerne eine Mikro-U-Pose. Die hat eine Tragkraft, einen Auftrieb von 3,5 Gramm nur direkt vor meinen Köder. Und so ab Wassertiefen von 2 bis 4 Metern setze ich gerne zwei kleine Mikros hintereinander. Gerne im vorderen Bereich das 3,5 Gramm Modell und im hinteren Bereich ca. 20-30 cm dahinter folgend das 1,5 Gramm Modell. Die kleinen Mikro-U-Posen werden ganz leicht auf eurem Vorfach montiert. Ich nutze hier den dünnen Schlauch von uns in der Stärke 2x4 mm. Schneide mir da ein kleines Stück runter. Gehe mit meinem Vorfachende durch den Schlauch hindurch. Gehe auf dem rückwärtigen Wege nochmal hindurch. Feuchte das Ganze an. Und schiebe dann den Schlauch genau an den Punkt, kurz vor die Haken, wo meine Mikro-U-Pose gestoppt werden soll. Jetzt habt ihr den perfekten Fixpunkt für eure U-Pose. Ein kleines Stück Schlauch noch hinterher, dass er auf dem Vorfach fixiert ist und sich nicht bewegt. Das ist ganz wichtig. Einfach wieder von hinten drauf schieben und überschlagen das Ganze. Viele Angler glauben gar nicht dran an den Effekt von so ganz leichtem Auftrieb und sind der Meinung, eine U-Pose muss mindestens 20-30 Gramm haben, um irgendwas am Köder zu bewirken. Aber das ist ein kompletter Irrglaube. Vor allen Dingen jetzt, wenn die Futterfische richtig flach stehen und die Walle auch richtig flach, knapp über Grund fressen, sind diese kleinen Auftriebskörper der Fanggarant. So einfach wird sie montiert. Jetzt könnt ihr wählen, ob ihr zwei hintereinander setzt, wie ich es bei diesem Vorfach hier im Hintergrund getan habe. Oder wenn ihr im ganz flachen Wasser unterwegs sein möchtet, wo die Waller jetzt auch definitiv hinziehen, wird da auch eine nur reichen.
Ja, so einfach sieht's aus. Mit diesem System habt ihr jetzt vor allen Dingen im zeitigen Frühjahr bei noch kalten Wassertemperaturen die optimale Köderpräsentation knapp über Grund. Bei dem flachen Wasserstand jetzt werden auch viele Geheimnisse hier im Flusslauf gelüftet. Bäume, die sonst tief unter Wasser feststecken, also altes Schwemmholz, schaut jetzt oben raus. Wir haben hier an diesem Bereich, wo der Baum da im Grund feststeckt, eine ganz monotone, langweilige Wassertiefe von 2 bis 2,5 Metern. Würde kein Mensch eigentlich eine Route hinlegen, aber genau diese Bereiche, wo so Totholz im Fluss jetzt emporragt, dort sammelt sich Futterfisch und genau dort wird auch der Räuber reinziehen. Und wir können ganz optimal mit einem Karabiner unsere Schnur, unsere Mikro-Uposen-Montage über diesen Baum direkt nach hinten umlenken, direkt hinter den Baum setzen, wo die Äste des Baums enden. Da muss der Köder sitzen und dann knallt's. Morgen, eine richtig eisige Nacht liegt hinter uns, aber wir haben wieder Waller gefangen. Eisruhe. Oben im Hintergrund seht ihr noch das Bäumchen, an dem wir umgelenkt haben. Die ganze Nacht war es richtig ruhig und jetzt im Morgengrauen kommt der Einschlag. Die Fische ziehen in diese Hindernisse im Fluss. Definitiv, ja. Das sieht doch gut aus, oder? Zurück mit der Route, ich muss schon ans Vorfach. Die Montage sitzt perfekt. Da kommt er. Direkt aus dem Hindernis. Direkt aus dem Hindernis zur Insel. Heil. Danke. Floriano. Bam. Jawohl. Ja, diese kleinen U-Posen. Absolut verrückt. Ganz flache Köderpräsentation. Mitten im Baum, der mitten im Fluss hier emporragt. So altes Schwemmgut. Ein Big Fish. Toller Fisch. Mitten aus dem Hindernis rausgezwirbelt. Schaut mal, ob ihr auch solche Bäume findet, irgendwo bei euch im Gewässer. Dichte Köderpräsentation, genau am Hindernis. Denn da gehen sie hin zum Fressen. Petri Heil. Danke. We'll be right back.
Guten Morgen, das waren wirklich kurzweilige und eiskalte Nächte hier am Fluss. Der Plan mit dem leichten Auftrieb, mit den Mikro-U-Posen im flachen Wasser, dort wo die Sonne ihre Kraft tagsüber zeigt, ging perfekt auf. Komischerweise hatten wir tagsüber kaum Aktion. Die meisten Bisse kamen nachts, wo es wieder bitter kalt wurde. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, das Wasser ist sehr, sehr klar. Die Welse werden auch tagsüber in den Bereichen im Flachwasser abliegen und sich von der Sonne den Rücken kitzeln lassen, aber haben halt doch Probleme in dem sehr, sehr klaren Wasser, was sehr untypisch ist hier für dieses Revier, Beute zu machen. Und deswegen werden sie im Schutz der Dunkelheit dann losziehen und da hat es ganz schön gescheppert in unseren Montagen. Der größte Fisch der letzten Tage war ein Fisch von weit über 100 Kilo. Absolute Röhre. So sehen 100 Kilo Fische aus. Guckt euch dieses Monster an. Alter Vater. Filippo, dickes Petri. Danke. Was ein Brett. Hier konnte ich im Drill leider mit der Kamera nicht dabei sein. Es ging alles rasend schnell, aber ein absoluter Koloss. Und an diesem Fisch, an den Ausmaßen, seht ihr schon, dass die Fische selbst bei sehr, sehr kalten Nächten und kalten Wassertemperaturen trotzdem am richtigen Platz unterwegs sind, Beute machen. Ja, und mit der richtigen Montage klappt es dann auch. Aber der verrückteste Fang, ein Fang, der uns immer noch sprachlos stimmt, war der Fang des Dinosauriers. Wir bekamen in einer eisigen Nacht, in einer Wassertiefe von nur 1,80 Meter, einen brutalen Biss. Der Drill schien dem eines Wallers komplett gleich und dann plötzlich am Ufer wurde das Wasser schaumig geschlagen. Das ist sechster Blotto. Ein riesiger Beluga hing am Haken, hatte sich den Köderfisch an der Mikro-U-Pose reingezogen. Also das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein sechster Blotto. Von der Sandbank bis guter Drill. Und hier vorne taucht so ein Dinosaurier auf. Unglaublich. Ich gucke mal, dass ich ihn greifen kann. Alter. Crazy. Crazy. Schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Die Landung glückte. Diese Fische kann man wie ein Waller im Maul oder auch per Schwanzwurzelgriff landen. Den Stör könnt ihr genauso packen wie ein Wäldchen mit so einem Griff hier im Maul oder hinten in der Schwanzwurzel. Florian und ich standen uns sprachlos gegenüber auf der Sandbank, haben den Fisch betrachtet und wussten, dass wir hier was ganz, ganz Krasses, eine wirkliche Seltenheit gefangen hatten. Wie sieht's aus? Das System, normale Haarmontage vom Welsangeln. Eine kleine U-Pose. Da kommt zu Dinosaurier. Absoluter Wahnsinn.
Störe waren früher hier am Flusslauf heimisch. Der Adria-Stör zählt ja sicherlich zur bekanntesten Art hier in Italien. Aber der Fang eines Belugas, das war absolut verrückt, also eine absolute Seltenheit. In den letzten 20 Jahren konnte ich hier am Fluss 3 Adria-Störe fangen. 2 Fische davon nahmen meinen Köderfisch an der Wallermontage, also Beifänge. Ein Fisch wurde beim Vertikalangeln oben am Rücken eingehakt. Aber dieser Beluga, der sprengt wirklich alle Ketten. Ja. Also ich habe da mit Einheimischen gesprochen, die haben mir erzählt, dass es so 1950, 1940 noch ganz gezielt hier diese Störe gefangen haben. Im Laufe der Jahre wurden sie immer weniger, wurden ausgerottet. Und heute ist so ein Fang wirklich sehr, sehr selten. Und aus diesem Grund, weil diese Fische ausgerottet wurden, existiert hier auch so ein großer Welsbestand am Fluss. Das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Irgendwann 1960, 1970, wo der Störbestand so in den Keller ging, hat die Regierung hier für die einheimischen Fischer den Waller besetzt. Aber die einheimischen Fischer kamen mit dem Waller dann gar nicht so zurecht. Ist ein ganz anderer Raubfisch als der Stör. Ja, und der Waller hat sich prächtig entwickelt. Und die Störe sind vom Aussterben bedroht. Aber ihr seht, vereinzelt schwirren sie noch hier im Flusslauf rum. Die Fischereibehörde hat ab und an auch wieder mal ein paar Besatzmaßnahmen gemacht, um die Störpopulation wieder in die Höhe zu treiben, um den Bestand zu erhöhen. Und man sieht, man ist hier wirklich vor Überraschungen. Selbst wenn man ganz gezielt vom Köder, von der Montage her auf Waller aus ist, man ist vor Überraschungen hier nie gefreit. Also das war wirklich der absolute Wahnsinn. Jeden Moment geht jetzt die Sonne auf. Wir freuen uns auf das, was uns bevorsteht. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß und Spannung am Wasser. Ihr wisst nie, was passiert. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.